Eva, du hast das Wort. Ja, vor 2 Jahren wusste niemand hier in der Bevölkerung, was TTIP und CETA ist. Inzwischen wissen es fast alle. Und 90% der Bevölkerung hier in der Bundesrepublik sind gegen TTIP, sind gegen CETA. Und ich fordere auch hier die Bundesregierung auf, sich endlich an den Willen der Mehrheit der Bevölkerung hier in diesem Land zu halten. Und wenn ich mir so anschaue, was hier so alles verhandelt wird, und die Süddeutsche hat ja TTIP auch veröffentlicht, da soll Gentechnik gegen die Autoindustrie verhandelt werden. Das heißt, wir hier in Europa sollen Genlebensmittel erhalten, dafür erhält die Autoindustrie Erleichterungen. Und wir sagen, wir wollen kein Genfood. Wir wollen kein USA-Genfood, wir wollen es auch nicht aus anderen Ländern. Und wir wollen, dass es deklariert wird. Und hier soll durch die Hintertür das eingeführt werden, was die großen Konzerne Bayer, BASF und so weiter schon immer wollten, nämlich Gentechnik endlich auch in Europa einzuführen. Eine Mehrheit in Europa will das nicht, wir wollen das auch nicht. Und auch aus diesem Grund sind wir gegen TTIP und sind wir auch gegen CETA. Wir wollen auch kein Fracking. Eine Mehrheit auch hier in diesem Land lehnt Fracking ab. Auch hier sollen diese Dinge über die Hintertür eingeführt werden. Genauso wie Tierversuche und viele andere Dinge im Umweltbereich, die wir inzwischen auch mit erkämpft haben gegen die großen Konzerne. Nur die sehen wieder ihre Chance und deshalb sagen wir TTIP und CETA nein. Vielen Dank, Eva.